Jetzt sehe ich mich. Keine Ahnung, ob ich jetzt schon drauf bin. Ich fange jetzt einfach mal an, weil ich habe gar keine Ahnung, ob ich jetzt schon auf Sendung bin oder nicht. Also herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute Abend hier im Hyperraum treffen. Und es geht heute Abend um ein sehr, sehr spannendes Thema, nämlich die Kosmische Akademie. Das ist ein Thema, was mich schon eigentlich seit geraumer Zeit begleitet. Also meine, ich will mal sagen, Mentoren in der geistigen Welt sind ja schon lange an dem Thema mit mir dran, dass ich diese kosmische Akademie gründen soll. Und eigentlich war es auch schon ein Thema von dem letzten Jahr. Das ganze letzte Jahr war davon schon, wurde ich damit schon begleitet und ich war aber anscheinend noch nicht so weit. Und jetzt zu Beginn dieses neuen Jahres, also 2014, haben wir während eines Workshops diese Kosmische Akademie gemeinsam gegründet. Und seit der Zeit sind schon sehr viele tolle Informationen gekommen. Und einiges möchte ich ganz gerne heute Abend mit euch allen teilen. Ja, jetzt ist halt die Frage, wofür braucht man eine Kosmische Akademie? Was ist das denn überhaupt und was kann man sich denn darunter vorstellen? Mir war das auch eine Zeit noch nicht so ganz klar, aber langsam kristallisiert sich das heraus und ich habe immer wieder sehr viele Informationen bekommen aus der geistigen Ebene, wofür das jetzt eigentlich sein soll. Wir sind ja in einer sehr spannenden Zeit, also seit dem 21. Dezember 2012 gehen wir ja aus einem patriarchalen System heraus, bewegen uns in ein neues Äon, in ein weibliches Äon hinein. Und im Moment, wenn wir uns mal so ein bisschen auf unserer Welt umschauen, da ist ja ganz viel im Umbruch, in der Veränderung. Und so manchmal, wenn man mal so ganz ehrlich ist, könnte man eigentlich fast ein bisschen hoffnungslos oder desillusioniert sein, wenn man so draußen mal sieht, was da so eigentlich alles passiert. Und wenn ich mir das mal anschaue, auch wenn ich nur vielleicht eine Zeitung aufmache oder das Radio anmache, sind ja ununterbrochen irgendwelche Meldungen, sei es jetzt eine Olympiade, die auf Menschenrechtsverletzungen passiert ist, sei es der arabische Frühling, das Thema in der Ukraine, dann gibt es gerade wieder ganz in Afrika ein riesen Krisenherd, Moslem gegen Christen, Christen gegen Moslem. Riesige Umweltverschmutzungen in China, 400 Millionen Menschen, die eigentlich nur noch mit der Atemmaske auf die Straße gehen können und so weiter und so fort. Also ich glaube, das will ich jetzt auch nicht weiter vertiefen, aber ich glaube, jeder weiß so im Grunde genommen, was da los ist. Und ich merke eben auch an vielen Menschen, dass sie so das Gefühl haben, ja, ich kann ja eh nichts machen und es ist sowieso alles Quatsch und was soll ich denn schon alleine? Und was mir besonders aufgefallen ist, dass das auch in der Jugend weit verbreitet ist, dieses, ja, was kann ich denn schon machen? Und im Grunde genommen mache ich gar nichts, ich warte halt, dass es nicht so schlimm wird und hoffe, dass ich dann weg bin. Das habe ich von einigen Jugendlichen gehört in der letzten Zeit. Das hat mich schon ein bisschen schockiert, ganz ehrlich, denn im Grunde genommen sind es ja unsere Kinder oder auch die Jugendlichen, die Revoluzzer sein sollten, die die Missstände aufdecken sollen, die im Grunde genommen uns Älteren in Bewegung halten sollten, weil sie ja im Grunde genommen immer mitten reinstechen sollten. Und das sehe ich eben bei ganz vielen, dass sie fast so ein bisschen lethargisch werden und keine Lust haben. Und ich glaube, da ist halt ein ganz wichtiges Thema, um was geht's eigentlich?
warum ist das so, wie es gerade so ist? Und dann habe ich mich mal so ein kleines bisschen schlau gemacht über die Astrologie. Also ich bin ja keine Astrologin, aber ich bin natürlich sehr interessiert, wenn ich sehe, dass die Informationen, die ich bekomme, einen sehr direkten Zusammenhang haben eigentlich zu dem, was auch in der Astrologie dann gesagt wird. Wir haben ja dieses Jahr, das Jahr 2014, es ist Saturnjahr. Der Saturn ist ja der große Lehrer, der uns immer wieder dahin bringt, uns zu hinterfragen. Und bei Saturn ist immer so dieses Thema, wie sieht es aus? Willst du selbst tun oder soll ich es für dich tun? Ich habe mich dann mal schlau gemacht, was denn ja eigentlich so jetzt in diese Zeitqualität für uns bedeutet. Und es geht in diesem Jahr 2014, hat Erzengel Michael in der Silvesternacht mir ein Channeling gegeben. Da ging es darum, dass es 2014 ist ein Torjahr, also ein Jahr, in dem wir die Weichen stellen. 2013 war wie so ein Transmitter zwischen der alten Energie und der neuen Energie. Und jetzt 2014 fängt die neue Energie massiv an zu greifen. Das heißt also, wir bewegen uns jetzt tatsächlich in ein völlig neues Energiefeld hinein. Ich glaube, dass das viele von euch auch schon gespürt haben. Ich will jetzt einfach mal kurz aufzeigen, was so in diesen nächsten Jahren ansteht. Also das Erste ist ja, dass wir aus einem männlichen Äon in ein neues Äon, in das weibliche Äon bewegen. Und ein Äon ist ja immer ein langer Zeitraum. Das sind ja nicht nur gerade mal 5 Jahre oder 6 Jahre, sondern das sind wirklich lange Zeiträume. Also in dieser männlich ausgerichteten patriarchalen Welt hieß es ja, was bekomme ich? Ist es effizient? Ist es logisch? Ist es rational? Ist es wirtschaftlich? Macht es Sinn? Und die weibliche Energie fordert uns eigentlich auf, sie fordert uns auf, mal reinzuspüren, um was geht es uns wirklich? Was kann ich geben? Was kann ich dazu beitragen? Was kann ich schützen? Was kann ich erhalten? Wofür kann ich mich einsetzen? Ganz, ganz wichtige Faktoren sind das, finde ich. Und dass eine Zeit, in die wir jetzt reingehen, das weibliche Äon sagt auch, oder die weibliche Energie sagt auch, was willst du mit deinem Leben machen? Wie soll es aussehen? Wofür bist du hierher gekommen? Warum bist du hier auf dieser Erde? All diese Dinge sind sehr, sehr wichtig, dass wir sie verstehen. Und wie gesagt, ich gucke jetzt mal rein, was eigentlich im Moment so am Himmel in den Sternen steht. Wir haben also wir haben ein Uranus-Pluto-Quadrat. Das passiert so alle 60 bis 70 Jahre. Es läuft jetzt vom Juni 2012 bis zum Januar 2015. Also sind wir mittendrin. Dann haben wir noch den Pluto im Steinbock. Das passiert nur alle 240 Jahre. Das sind immer Zeiten des Umbruchs. Es passiert was völlig Neues, will was völlig Neues geboren werden. Der Uranus ist die Befreiung, die Revolution, der Pluto, Krise, Umwandlung, Transformation, Macht, aber auch Niedergang und Quadrat. In einem Quadrat will sich etwas erneuern. Also das zeigt eigentlich schon sehr, sehr gut, wo wir gerade stehen. Wenn wir in unsere Vergangenheit schauen, dann stellen wir fest, ich habe auch da mal geguckt, 1930, als eine ähnliche Konstellation war, hatten wir die Wirtschaftskrise, die Depression, der Hitler kam an die Macht, es war der Niedergang und der Verlust der demokratischen Werte, eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Dann 1870 ging es los mit der großen Industrialisierung. Das ist ja etwas, was unsere Welt völlig verändert hat, völlig auf den Kopf gestellt hat. Denn seit der Zeit bewegen wir uns tatsächlich in einem ganz neuen, in einer ganz neuen Energiequalität. Dann 1760 bis 80 war die Französische Revolution. Es war die USA mit ihrer Unabhängigkeitserklärung, die erste demokratische Verfassung, die es überhaupt je gab. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, 1515 bis 1533 hatten wir die Reformation und Martin Luther. Also große Umbrüche, große Veränderungen, in die wir jetzt auch hineingehen. Und jetzt noch dazu stehen wir eben, wie gesagt, an der Schwelle
der weiblichen Energie. Und die weibliche Energie schaut genau hin. Die sieht, wo Missstände sind. Die sieht, was nicht mehr in Ordnung ist. Und all das sehen wir ja auch in unserem Leben überall. Natürlich, was in mir ist, spiegelt sich auch im Außen. Das ist ja nichts Neues. Deshalb will ich da gar nicht so unbedingt weiter drauf eingehen. Aber all diese Dinge sind wichtig zu verstehen, denn diese Zeitqualität als Chance gibt uns jetzt die Möglichkeit, Ideen umzusetzen. Es geht um eine Stabilität über höhere Ebenen, also sprich über die geistigen Ebenen. Es geht um spirituelle Potenziale zu entfalten. Es geht darum, in das zu kommen, was man wirklich ist. Es geht darum, aufhören zu funktionieren, mehr zu leben. Also auch die Arbeitswelt wird sich komplett verändern. Und es geht um die Rückbesinnung auf das weibliche, echte, fühlbare. Wenn ich hier von weiblicher Energie spreche, spreche ich ja nicht von Frauen, damit da keine Missverständnisse entstehen, sondern ich spreche einfach von diesem Potenzial der weiblichen Energie, die ja in jedem Menschen genauso wie die männliche Energie vorhanden ist. Und jetzt könnte man natürlich fragen, ja, und jetzt? Wie soll das alles gehen? Ich habe heute Abend die Cornelia wieder hier Hallo. und freue mich sehr, dass du mir wieder hilfst heute Abend. Gerne. Und wir haben vorhin da schon ein bisschen über all diese Dinge gesprochen, uns auch ein bisschen vorbereitet. Und ja, wie soll es gehen? Und mir ist in diesen letzten Jahren, speziell im letzten Jahr, eigentlich klar geworden, es geht nur über eine grundlegende kollektive Bewusstseinsveränderung. Es ist ja immer wieder dieses Thema, wo wir an Grenzen stoßen, weil wir etwas Neues wollen, aber eigentlich immer wieder das Alte erschaffen, weil es immer noch auf der alten Struktur, auf der linearen, dreidimensionalen, patriarchalen Struktur aufgebaut ist. Und aus diesem Grund kommen immer wieder diese Dinge, die eigentlich neu angeschoben werden, an ihre Grenzen. Und wenn ich dann so in die Welt hinausschaue, ich war auch sehr oft frustriert in dieser letzten Zeit, das gebe ich ganz ehrlich zu, weil wenn man so viele Jahre in diesen spirituellen Themen arbeitet oder damit arbeitet und man merkt dann eben, dass irgendwo so dieser Punkt kommt, wo es dann doch nicht so weitergegangen ist, wie man sich das vorgestellt hat, dann kommt man an diesen Punkt, wo man so hinterfragt, ja, wie sieht's aus? Sind wir Menschen überhaupt in der Lage? Sind wir überhaupt in der Lage, uns zu verändern, uns zu wandeln, etwas Neues zu machen? Und dann habe ich gedacht, ja, im Moment nicht. Nicht so in dem Maße, wie man sich das gedacht hätte. Denn genau an dem Punkt stehen wir ja. Solange wir dreidimensional denken, solange wir linear denken, werden wir immer wieder lineare Projekte beginnen. Wir werden immer wieder lineare Dinge erschaffen. Wir werden immer wieder in den linearen Werten hängen bleiben, sei es gesellschaftlich, religiös und so weiter und so fort. Und da ist mir klar geworden, dass wir im Moment ja noch gar nichts anderes können als das, was wir gelernt haben. Und da möchte ich den Übergang schaffen zu der kosmischen Akademie, die von der geistigen Welt eigentlich jetzt ja fast eingefordert wird. Denn es geht nur über eine kollektive Bewusstseinsveränderung, dass wir diesen wirklich dringend benötigten Wandlungsprozess vonstatten gehen lassen können. Denn wir stehen ja jetzt auch an einem Entscheidungspunkt, welches Leben nicht nur wir selbst, sondern unsere Kinder und deren Kinder und deren Kinder haben werden. Und es geht eigentlich auch nur darum, wenn ich eine Verantwortung übernehme, und die kann ich nur übernehmen, wenn ich die Zusammenhänge verstehe. Solange ich die Zusammenhänge nicht verstehe, also sprich die kosmischen Zusammenhänge, werde ich halt immer wieder an diesen Punkt kommen, wo ich immer wieder in die alten Muster zurückfalle. Und das ist das Thema der kosmischen Akademie, die die Impulse dafür setzen wird, dass der Einzelne aufgrund seiner Bewusstwerdung in der Zukunft von sich aus mehr Verantwortung übernehmen will.
Und ich finde, das ist ja eigentlich eine ganz schöne Vorstellung. Und jetzt habe ich sehr viel gesprochen. Jetzt gebe ich erstmal an die Cornelia weiter, weil ich glaube, du hast bestimmt eine ganze Menge Fragen noch an mich. Ja, natürlich, wie immer. Du hast gerade erzählt von dem Ist-Zustand auf Ja. der Erde, die Resignation, die alle haben. Du hast auch schon ein bisschen angesprochen, was in der Kosmischen Akademie, warum sie so wichtig ist. Aber ganz konkret, was kann die Kosmische Akademie bei diesem Ist-Zustand ausrichten? Was ist der Inhalt dieses Studiums, nenne ich es mal? Genau, das war ja ein großes Thema jetzt im Januar, als wir damit begonnen haben. Das Grundthema, es geht um Wahrhaftigkeit. Es ist ein enorm wichtiges Thema. Es geht um Integrität in einer Welt, die sehr beliebig und sehr oberflächlich geworden ist, die sich überhaupt nicht mehr festlegen will, nach dem Motto, was kümmert mich mein Wort von gerade eben? Jetzt mache ich es eben ganz anders. Auch das Thema, sich nie mehr richtig festzulegen. Verabredungen treffe ich eine Sekunde vorher, passt mir nicht. Natürlich unterstützen uns ja die ganzen neuen Medien dabei, aber ich glaube, das Thema Integrität wird immer wichtiger, so dass wir wieder lernen, integer zu sein, zu unserem Wort zu stehen, die Verantwortung zu übernehmen. Und es dann auch zu tun, was wir gesagt haben. Und dann das Thema der göttlichen Ethik. Das ist das dritte Thema. Jetzt könnte man sagen, okay, Ethik ist Ethik, aber es ist uns gezeigt worden, dass es eben nicht so ist. Wir können, wenn wir eine dreidimensionale Ethik haben, die ist immer wieder beeinflussbar von Zeitgeschehen, von politischen Richtungen, also was ist ethisch, was ist nicht ethisch, was ist moralisch, was ist nicht moralisch. Und insofern glaube ich, dass es eher dann um eine zeitlose Ethik geht. Denn die kosmischen Gesetze, die sind zeitlos und ewig. Und ob wir das wollen oder nicht, sie funktionieren einfach so, wie sie funktionieren. Und jeder hat bestimmt schon mal mitbekommen, wenn er sich außerhalb dieser kosmischen Ethik oder auch außerhalb dieser kosmischen Gesetze bewegt, wird sein Leben relativ holprig. Wenn ich im Fluss des Lebens bin, wenn ich mit den Energien schwinge, wenn ich in dem Bewusstsein bin, dass ich mit allem verbunden bin, also das multidimensionale Verstehen, das ist ja das Thema, was auch in dieser kosmischen Akademie gelehrt werden soll, ist dieses multidimensionale Begreifen der Gesamtzusammenhänge. Bis jetzt haben wir nur gelernt, von A nach B zu schauen. Also wir wissen, wenn ich da anfange, hört es da auf. Ich habe vor noch gar nicht langer Zeit, vorgestern oder vorvorgestern, ein ganz, ganz spannendes Channeling bekommen. Da ging es um die Urknalltheorie. Und da ist gesagt worden, dass diese Urknalltheorie eigentlich ja nichts weiter ist als dreidimensional gedacht. Das heißt ein Konstrukt oder? Es ist von dem Wissenschaftler linear betrachtet und aus diesem Grund kann es nicht stimmen. Denn Das es heißt, ist einfach da. es Es gibt keinen Anfang, es gibt kein Ende, es hat nie begonnen, es wird nie aufhören, es erneuert sich immer wieder selbst, ist ein Thema, es hieß, es atmet aus der göttlichen Quelle aus und atmet wieder in die göttliche Quelle zurück. Es ist also in einer ständigen Bewegung, genauso wie unsere Inkarnation. Wir werden sozusagen auf die Erde ausgeatmet und wenn wir zurückgehen in die geistige Welt, werden wir wieder eingeatmet. Ich finde, das ist eine sehr viel schönere Vorstellung, als ich sterbe. Ja, kann man das so verstehen, dass man hier auf der Erde in so einer Art Raum-Zeitblase lebt? Man könnte sagen, wir leben in einer dreidimensionalen Erfahrungsblase, Ja. die linear ist. Ja, absolut. Es ist ja immer, es ist dual. Wir leben in einem dualen System. Es ist immer hell, dunkel, schwarz-weiß, gut, böse. Und so haben wir es gelernt. Wir können es ja nicht anders. Noch. Aber über diese lange Zeit, seitdem die geistige Welt mit mir arbeitet, habe ich eigentlich festgestellt, dass es unendlich viel mehr gibt,
als ich mir so mit meinem dreidimensionalen Vorstellungskraft überhaupt denken kann. Aber, und das ist das Allerwichtigste, und das ist das ganz große Thema der Akademie, dass es geht nicht mehr darum, es intellektuell zu begreifen, weil wir sind linear. Wir haben noch ein lineares Gehirn. Heißt das? Wir benutzen gerade, entschuldige, dass ich mal zu Ende rede, wir benutzen ja gerade mal 10% unseres Gehirnpotenzials. Das heißt, die 90% liegen ja noch völlig brach und die können sich multidimensional entwickeln. Und zwar über unsere rechte Gehirnhälfte. Bis jetzt haben wir in erster Linie gelernt, die linke Gehirnhälfte ist unsere männliche, intellektuell rationale Gehirnhälfte zu nutzen. Jetzt geht es darum, diese weibliche Gehirnhälfte in uns, also unsere rechte, intuitive, kognitive Gehirnhälfte, die weibliche Gehirnhälfte zu nutzen, die uns dann helfen wird, die größeren Zusammenhänge zu verstehen. Das heißt, dass eben der Intellekt, unsere dreidimensionale, wirklich gut trainierte, analytisch-rationale Verhaltensweise uns eigentlich in unserer Entwicklung begrenzt, weil wir über eine bestimmte Begrenzung nicht hinausschauen können. Kann man das so verstehen? Absolut, absolut. Und das sehen wir ja auch in unserem Leben. Wir kommen ja immer wieder an dieselben Punkte, wie eine alte Schallplatte. Das ist wohl wahr. Ja, unser Leben dreht sich wie eine alte Schallplatte, immer wieder zu dem Punkt und genau in dem Punkt, wo die Nadel weiterspringen müsste, dreht sie sich wieder in derselben Schleife. Jetzt hast du ja bisher Workshops gemacht, sehr viele Workshops. Und in Schneitzelreuth jetzt im Januar wurde dann aus einem Workshop klar kundgetan, dass die Workshop-Teilnehmer jetzt Studenten sind. Was ist der Unterschied? Was ist der große Sprung von dem Workshop-Teilnehmer zum Studenten der Kosmischen Akademie oder Studentin? Also das war super spannend, das zu beobachten. Es war auf einmal eine ganz andere Präsenz da. Die einzelnen Teilnehmer oder Teilnehmerinnen waren auf einmal einer ganz anderen Energie. Die waren wach. Ich habe noch niemals, also eine Woche mit einer so konzentrierten, wachen und ehrlichen, auch das Thema war ja Wahrhaftigkeit, Integrität. Und wir hatten das vorher noch nie in der Form, dass eine solche Ehrlichkeit untereinander da war und dass wir uns so miteinander verbunden gefühlt haben. Also es war ein Riesenunterschied, es ging schon damit los, nachdem wir den Raum vorbereitet hatten. Geht ja normalerweise jeder auf sein Zimmer, das saßen alle schon um 6 da und gesagt, okay, und jetzt? Das habe ich noch nie erlebt. Es war schon von Anfang an sofort die Energie da, obwohl wir noch gar nicht wussten, dass es in dieses Thema Kosmische Akademie geht. Das ist ja recht spannend. Das heißt, erst jetzt ist eigentlich die Entwicklungsgrundlage da von allen, dass man mit einem ernsthaften Studium beginnen kann? Natürlich, es hat was mit Bewusstsein zu tun. Also ich will jetzt nicht sagen, dass nur alle diejenigen dann in die Akademie kommen können, die schon ein gewisses Bewusstseinslevel haben oder unheimlich viel gemacht haben. Ja, ich glaube, den Unterschied, ich muss hier differenzieren. Also man könnte wieder sagen, wenn ich jetzt schon Tausende von Büchern gelesen habe, wenn ich schon Hunderte von Workshops gemacht habe, wenn ich schon was weiß ich nicht alles gemacht habe, nur dann bin ich eigentlich geeignet dafür. Das stimmt so nicht. Es ist eine Frage des Bewusstseins. Und Bewusstsein hat jetzt mit intellektuellem Lernen nichts zu tun, sondern das ist eine Herzensqualität. Das heißt, der Fleiß bleibt außen vor. Jetzt hast du ja gesagt, die Grundlage hört sich ja recht einfach an. Wahrhaftigkeit, Integrität, göttliche Ethik wissen wir nicht so richtig, aber die ersten beiden Begriffe denken wir, ja, das kann ich. Und dann wurde ja festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist. Also ich glaube, das sind mit die schwierigsten Werte, die wir zu lernen haben. Denn wer kann eigentlich schon von sich selbst behaupten, dass er wirklich wahrhaftig ist und ein wirklich integeres Leben führt, wenn er mal ganz ehrlich zu sich selbst ist? Ganz besonders in der heutigen Zeit. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal 100, 150 Jahre zurückgeht, wurden ja noch viele zum Beispiel Verträge nur per Handschlag geschlossen. Da galt das Wort noch.
Undenkbar Auch zum heute. Beispiel in der Ritterschaft oder so, also das Wort, mein Wort, ich habe mein Wort gegeben und wenn ich mein Wort gegeben habe, dann stehe ich mit meinem Leben für dieses Wort. Gibt es ja heute nicht mehr. Das heißt, es wurde ja auch diskutiert, was die Begriffe bedeuten. Das heißt, dass man seine Überzeugungen und sein, dass man das lebt, dass man sich treu ist, auch wenn es Widrigkeiten gibt oder. Ja, natürlich. Also ich glaube, es ist einfach dieses Wort, was ich gegeben habe. Wenn ich mein Wort nicht halte, dann habe ich mich ja selbst betrogen. Ich habe ja noch nicht mal den anderen betrogen, sondern ich habe in erster Linie mich selbst betrogen. Wie will ich einem anderen Menschen über den Weg trauen, wenn ich noch nicht mal mein Wort halten kann? Ja, Es ist doch so. ist so. Denn das, was dann nach außen die Auswirkungen hat, ist ja in der Rückkopplung, es kommt ja wieder zu mir zurück. Also wenn ich mein Wort nicht halte, wenn ich nicht zu meinem Wort stehe, wenn ich mein Wort nicht halten kann, dann kann ich ja mir selbst nicht über den Weg trauen. Denn der Betrug beginnt ja bei mir, mit mir selbst. Das sind wichtige Dinge, die wir wieder lernen dürfen. Ich finde, Ja. es ist eine großartige Möglichkeit, mal wieder auf einer sehr tiefen inneren Selbstreflexion und inneren Selbstbegegnung mal wieder an die Quellenenergie zu kommen, an das Quellenbewusstsein, dieses, um was es wirklich geht. Wir haben das zum Teil wirklich verlernt, definitiv. Ja, wir haben viele Tricks drauf heute und wir Tausend Tricks, tausend Tricks. bekommen das oft nicht mit. Jetzt hat es ja noch eine Spezialität. Einmal, dass es die Basis ist für kosmisches Wissen. Wir selbst haben keine planetaren Lehrer, nenne ich es jetzt mal. Auf der Erde gibt es das nicht. Es wird ja gesagt, dass gelernt werden darf vom linearen ins multidimensionale Erleben verstehen. Das heißt, diese Basis wird dann auch multidimensional verstanden werden müssen. Ja, aber das kann man ja nicht einfach so sagen, jetzt ab heute denke ich nur noch multidimensional. Ich meine, linear gedacht, klar, würde ich sofort mir überlegen, und wie sieht das jetzt aus? Und das ist ja auch die erste Frage, die dann immer wieder gestellt wird. Und das war ja auch lange Zeit ein Thema, wo ich mir überlegt habe, wie soll das denn aussehen? Wie soll das dann gehen? Jetzt habe ich es wie immer gemacht. Ich habe einfach mal angefangen. Und aufgrund meiner Erfahrungswerte hat das immer gut funktioniert. Ich bin immer ins Wasser gesprungen und geschwommen und dann bin ich irgendwo ans Ufer gekrabbelt und dann war es gut. Und dann hat es funktioniert. Das Thema mit diesem linearen Denken, was ja sofort wieder die Konzepte haben will. Ich glaube, in dieser andere, also in dieser Energie, in die wir jetzt uns hineinbewegen, geht es gar nicht mehr vordergründig so darum, wie soll es aussehen und wie soll das gemacht werden und wo ist der Plan und wie soll das dann gelehrt werden und wie viele Stunden hat es und welche Unterrichtsfächer hat es und so weiter und so fort. Darum geht es gar nicht. Es geht eigentlich um ein Lernen, das Spaß macht. Es geht auch nicht um, werden auch keine Fleißkärtchen gegeben, ne? Gut gemacht, schlecht gemacht, ich bin geeignet dafür, ich bin nicht geeignet dafür. Das Wichtige ist, glaube ich, die Bereitschaft, mal wieder mehr innere Werte zuzulassen. Dennoch benötigt das ja eine Kontinuität. Ein Studium ist ja nichts, wo man einmal pro Jahr hingeht, dann wird man wahrscheinlich nie ein Stück weiterkommen. Also ohne Kontinuität geht eigentlich gar nichts. Liegt es daran, dass Wenn, wir ja. auch unseren Verstand daran gewöhnen müssen. Für uns ist das ja also so trainiert auf das Duale, auf Lösungen. Braucht es die Kontinuität auch, um auf diese neuen, ich nenne es jetzt mal Konzepte oder Bewusstseinsformen sich dran zu gewöhnen, anzupassen? Es geht ja eigentlich um eine Schwingungsveränderung in uns. Wenn wir mal von unserer, es geht ja immer so viel über DNS oder DNA-Aktivierungen gesprochen und es geht immer um Frequenz und Zellschwingung und diese ganzen Geschichten. Wenn wir also unsere DNA mal betrachten, dann können wir sagen, dass unsere DNA eigentlich multidimensional ausgelegt ist. Unser
dreidimensionaler Verstand ist wie so eine kleine Blockade, die das gar nicht ermöglicht, dass wir unsere DNA multidimensional praktisch diese Energien in uns wieder reaktiviert, sodass wir uns von innen heraus entwickeln können. Weil es geht ja nicht, zum Beispiel auch bei der Kosmischen Akademie, nicht dieses Wissen von außen zu erlangen, sondern von innen, also aus unserem tiefsten, innersten Zellkern, unserer DNA, fangen wir an, diese neuen Frequenzen in uns aufzubauen. Und diese Erleuchtung, ich sage immer, Erleuchtung geschieht nicht von außen nach innen, sondern eine Erleuchtung geschieht immer von innen nach außen. Und das ist auch dieses Thema des Urknalls. Linear haben wir gesagt, irgendwann hat es geknallt und dann hat sich alles entwickelt. Aber es ist ja schon da. Und es ist ja auch alles schon in uns drin. Wir haben es noch vergessen. Wir wollen es immer linear, dreidimensional von außen beeinflussen. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen nur reaktivieren eigentlich. Reaktivieren. Es geht auch darum, diese Dinge zu fühlen und drin zu sein. Und das kann man nicht intellektuell lernen. Das sind Bewusstseinszustände, aus denen heraus wir lernen. Also du siehst, es ist ein ganz neues Konzept. Es ist eine Entwicklung, die uns von unserem innersten subatomaren Bereich, also praktisch von unserer Zellfrequenz, von unserer DNA in diese Entwicklung bringt. Das ist die Evolution, von der gesprochen wird. Die wird aus uns heraus geschehen, nicht von außen nach innen. Das heißt, man kann davon ausgehen, es wird gelernt wie ein intuitives Wissen, etwas, was sich entwickelt und dann einfach da ist. Genau, unsere Intuition wieder zu lernen, also nicht in irgendwelchen pseudo-spirituellen Vorstellungen oder sich in Pseudo-Identitäten zu verlieren, sondern ganz handfest aus uns heraus es zu erleben und zu spüren. Ist sehr schwer zu erklären, aber ich weiß, wovon ich spreche, weil ich sehr oft eben in diese Dinge hineingeführt werde, sodass ich es dann auch weitergeben kann. Und ich weiß dann, wovon ich spreche. Das ist der Punkt. Als du eben erzählt hast, mit der linken Gehirnhälfte, der rationalen, und wir festgestellt haben, dass es ja praktisch wie so eine Kapsel ist, die alles andere ausgrenzt und eigentlich abspaltet, nur das auch als Wahrheit zulässt. Uns eigentlich genau, so eine lineare Wahrheit. Ja. Sie ist gut, sie ist schlecht, sie ist... Ja. Jetzt hat es ja in der ersten, ich nenne es mal Unterrichtsstunde der Kosmischen Akademie nach Schneitzelreuth, ging es ja auch um die Vertreibung aus dem Paradies, nenne ich es jetzt einfach mal. Es ging ja darum, dass sich die weibliche Energie abgespalten hat. Genau. Ist das damit zu vergleichen, dass praktisch ein Teil weg ist und wir sind einfach nur in unserer Kapsel zurückgeblieben? Nee, ist ja nicht weg, er ist ja da. Wir haben uns abgespalten. Ah, andersrum. Das wird ja klar. Weil es ist ja eigentlich alles immer gleichzeitig da. Das ist ja auch das, was immer wieder gesagt wird, dass Zukunft, Jetzt und Vergangenheit gleichzeitig geschehen. Jetzt verstehe ich das mittlerweile. Ich habe es nie verstanden vorher. Es ist immer alles gleichzeitig schon vorhanden. Das ist das Thema des multidimensionalen Erfahrens. Und das ist sehr schwer zu erklären. Ich kann es nicht erklären, ich muss es gefühlt haben. Wenn ich es einmal gefühlt habe, weiß ich, dass es wahr ist. Ist das ein wesentlicher Bestandteil der Kosmischen Akademie, Schritt für Schritt herangeführt genau. zu werden, die Dinge wahrzunehmen, was ist linear, was ist multidimensional? Genau. Wir hatten ja zwei Beispiele da auch. Öfter schon, ja. Die ganz spannend waren, wo wir zum Beispiel linear betrachtet haben. Also wenn ich jetzt mal 10 Jahre überlege, was haben mir all die ganzen Workshops gebracht, also wie viel habe ich doch mein Leben verändert oder eben nicht verändert, war linear betrachtet, haben alle gesagt, naja, okay. Ja, schon ein bisschen. Schon ja, aber zu dem, was wir eigentlich da so alles veranstaltet haben, war es ja nicht so immens. Und dann war ja dieses Angebot, es doch mal auf einer multidimensionalen Ebene zu sehen und zu fühlen. Und da haben auf einmal alle gesagt, wow, also ist ein so
so eine immense Entwicklung in mir geschehen, die ich eigentlich schon fast gar nicht mehr in Worte fassen kann, weil sie so enorm war, weil sie so großartig ist und weil ich einfach so viel gelernt habe und so viel mehr bin jetzt als vorher. Und das macht den Unterschied. Ja. Ja, ich glaube ganz bestimmt, dass jetzt der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin auch vielleicht jetzt ein paar Fragezeichen da haben. Aber ich möchte noch mal drauf eingehen, weil das ist ja tatsächlich was für uns so neu ist. Wir hatten ja auch eine Diskussion, da hat jeder seine Meinung, es gibt einen Schlagabtausch, duales Ping-Pong nenne ich das mal. Und dann hast du ja einfach nur gesagt, fühlt die Energie, und man hat festgestellt, alle waren glücklich. Es gab keine Auseinandersetzung. Ja, es ist ja spannend, also über die Worte, wie gesagt, linear, unsere lineare Ausdrucksweise, unsere duale Ausdrucksweise, erzeugt ja immer Missverständnisse. Und dann lasse ich eigentlich mittlerweile, wenn wir mal wieder so richtig festhängen, lasse ich einfach mal eine Energieanalyse machen. Und die Energie lügt nie. Ich meine, es wird sehr oft kommuniziert oben, oberflächlich, und darunter kommt eine ganz andere Energie raus, und das führt dann immer zu immensen Irritationen. Also das sind auch Sachen, die man ja auch lernen kann. Für seine Energie, die man ausschüttet, undercover, unter dem, was man vielleicht freundlich kommuniziert, die Verantwortung zu übernehmen. Thema Wahrhaftigkeit. Ich habe auch gerade daran denken müssen, wie großartig das wäre, wenn beispielsweise in Grundschulen, überhaupt in Schulen, jeder herangeführt würde, dieses zu fühlen. Absolut, absolut. Weil jeder würde ehrlicher kommunizieren. Absolut, weniger absolut. Konflikte würden entstehen. Also diese Form von Lernen oder Lehren macht ja eine ganz andere Freude auch. Und das ist das Thema der Bewusstseinsveränderung. Wir werden unsere Welt, oder sagen wir werden gar nicht, also alles wird sich ja nur wandeln können, wenn wir uns wandeln. Es fängt ja bei jedem Einzelnen an. Wie ein Tropfen im Ozean. Stell mal vor, 7,2 Milliarden, ich weiß nicht, wie viel sind wir zurzeit. Ich glaube, irgendwas so um die 7 Milliarden rum. Zwischen 7 und 8. Wenn 7 Milliarden Menschen eine ernstzunehmende Bewusstseinsveränderung durchmachen würden und damit verbunden Verantwortung übernehmen würden, ja, dann wird unsere Welt auch anders aussehen. Ja, das würde es. Ich war sehr beeindruckt in der Ukraine, dass beispielsweise die Polizisten vor den Demonstranten niedergekniet sind, um Verzeihung gebeten haben. Natürlich ist es Unrecht geschehen, aber dennoch fand ich es eine Geste, die ich in der Form noch nie gehört habe. Das ist das Thema der weiblichen Energie, des neuen weiblichen Äons. Das öffnet jetzt. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Auf einmal wird mehr hingeschaut, auf einmal wird mehr gefühlt. Es ist ja wieder dieses Thema, dass jetzt die Menschheit wieder beginnt, viel mehr zu fühlen. Und in diesem Augenblick, wenn sie es fühlt, wird sie auch Verantwortung übernehmen möchten. Oder wollen. Ja, wollen. Jetzt geht es ja darum, und das ist das Spannende an der Kosmischen Akademie, es ist ja noch viel mehr als einfach nur eine Akademie mit ein paar Teilnehmern, ja, sondern es werden ja regelrecht Datenbanken geschaffen, genau, im morphogenetischen Feld, die die Entwicklung aller beeinflussen kann. Könntest du uns das nochmal erklären? Ja. Ich nehme da immer gern das Internet her, weil eigentlich das Internet super ist, um das zu erklären. Also genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Computer eine neue Datei erstellen will, dann muss ich erstmal eine neue Datei aufmachen. Und in diese neue Datei kann ich da eine ganze Menge speichern. Ja. Ja. Also ich mache praktisch eine neue Datei im morphogenetischen Raum auf. Und auf diese Datei können dann alle, die in der Lage sind, über ihre Bewusstseinsentwicklung den Zugangscode zu entwickeln. Also ich will das mal so sagen, ist ja nicht so, dass dann jeder irgendwie da einen Zugangscode bekommt, sondern ab einem gewissen Bewusstsein hat er automatisch Zugang zu dieser Datei, als ob er das Passwort wüsste.
Und damit kann man dieses Wissen auch wieder runterladen. Das heißt, alles Wissen, was hier jetzt erarbeitet wird, du bist ja Channel, das heißt Kanal, wir bekommen ja viele Informationen über Ja. dich, wird erstmalig im planetaren Feld, ist es überhaupt erstmalig im planetaren Feld gespeichert? Ja, ich denke mir, das, was da jetzt erarbeitet wird, mit Sicherheit. Das wird so in der Form das erste Mal sein. Sicherlich arbeiten ja noch ganz viele andere an diesen Themen und sicherlich werden auch noch andere kosmische Akademien sich entwickeln oder wie auch immer man die dann nennen wird. Und sicherlich werden diese Felder miteinander korrespondieren, sodass wir dann ein wie so eine Art neues Netz, ein neues Gitter erstellen werden. Ein So könnte ich mir das vorstellen. Wissensgitter. Es Jetzt, ging ja um dieses Göttinnengitter, ne? Das ist ja ein Thema schon seit ein paar Jahren. ja. Und diese kosmische Akademie steht ja im direkten Zusammenhang auch mit diesem Göttinnengitter. Und was ich eben auch noch als Information bekommen habe, da muss ich gerade mal schnell gucken, dass es einen Rat von 13 kosmischen Mentoren geben wird. Also es gibt ein Professoren- oder Mentorengremium oder Sowas, ja. Und zwar, ich habe da diese, ich kann es mal vorlesen. gerne. Der Rat der 13 kosmischen Mentoren wird die kosmische Akademie ma maßgeblich unterstützen. Dieser Rat der 13, der auf einem sehr hohen Frequenzpotenzial beruht, steht in direkter Verbindung zu den 13 Kristallschädeln auf diesem Planeten. Jeder der Mentoren, dessen Frequenz und Wissensfelder in einen der 13 Kristallschädel eingespeichert wurde, also als sie damals hierher gekommen sind, diese Kristallschädel, hält auf der höheren Ebene die Blaupause für das nächste Äon, das weibliche Äon, das die Entwicklung dieses Planeten maßgeblich mitbestimmen wird. Die Kosmische Akademie ist nun installiert, die 13 Mentoren werden nun kontinuierlich Wissen übermitteln. Und zwar, das war ein Channeling von Yesira, einer neundimensionalen Wesenheit. Wir, die wir die neundimensionalen Frequenzbereiche halten, rufen auf einer höheren Ebene nun das Seelenpotenzial zusammen, das in der Kosmischen Akademie unterrichten werden möchte, da die Seelenverabredungen sind. Also, so wie ich das verstehe, wurde das schon vor der Inkarnation eigentlich beschlossen, dass wahrscheinlich diese Seelen dann mit dabei sind. Das heißt, die Immatrikulation wurde zuvor gemacht und jetzt geht's los. Ja, so kann man das dann vielleicht auch sehen, ja, genau. Ich sehe gerade die Zeit, die läuft jetzt ganz schnell davon. Und ich habe hier noch paar Auszüge, also Auszüge aus ein paar Channelings. Und wenn du jetzt nicht noch andere Fragen hast, dann würde ich einfach das jetzt mal kurz vorlesen, so dass das, was von der geistigen Ebene eben übermittelt worden ist, vielleicht auch noch mit drauf ist. Ja, Hast du gerne. noch eine Frage vorher? Die kann ich dann nachstellen, wenn sich's Kannst du ergibt. nach? Ja. Okay, also dann, das ist einmal von eben von Jesira, von dem hatte ich eben schon gesprochen. Diese neundimensionale Wesenheit und eben Aktaban von Sirius, der mich ja schon seit 2000 begleitet und auch die Merkaba übermittelt hat, also die Licht-Merkaba von Sirius wohlgemerkt. Ja. Ich lese das jetzt einfach mal vor und ich hoffe, dass es für alle Zuschauer, die dabei sind, interessant ist. Zu Beginn des Jahres 2014 wurde der Impuls gegeben, dass nun mit der Wissensübermittlung für die Kosmische Akademie begonnen werden kann. Sobald die Menschheit soweit ist, sich über ihre gedanklichen Auswirkungen im Klaren zu sein, werden sich die Felder auf eurem Planeten dahingehend verändern, dass eine größere Stabilität der allgemeinen Auswirkung im morphogenetischen Raum stattfinden kann und damit verbunden eine sehr viel größere Stabilität des planetaren Feldes, also auf unsere Erde. Das heißt, wenn die Menschheit versteht, dass ihre Gedanken Auswirkungen haben und darauf achten, dass die Gedanken eher positiv sind, dann wird sich die Situation auf der Erde Ja, wenn mehr stabilisieren. Verantwortung übernommen wird, wenn mehr hingeschaut wird als weggeschaut wird, wenn mehr Wahrhaftigkeit da ist, wenn mehr Integrität da sein wird,
Wenn wir wieder mehr auf die göttliche Ethik ausgerichtet sind, wird sich das automatisch ergeben. So, sowohl kriegerische Auseinandersetzungen als auch Interaktionen, die nicht in einer lichtvollen Ausrichtung sind, werden dann vom Kollektiv nicht mehr akzeptiert werden. Und das finde ich, was sehr wichtig ist. Also es wird nicht mehr akzeptiert werden. Und dies sind die Energiefelder der Kosmischen Akademie, die mit der inneren Bewusstwerdung des einzelnen Individuums arbeiten wird. All dies möchte in der Form gelehrt werden, dass es der Mensch aus seinem Innern heraus fühlen und dann verstehen kann. Da haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Und zwar in der Spiegelungsthematik, wie innen so außen. Aus dem eigenen inneren Bewusstseinsfeld, sprich der zellulären Struktur in Verbindung mit der DNA und der inneren subatomaren Struktur. Denn gemäß der hermetischen Gesetze, wie innen so außen, wie oben so unten, könnt ihr, wenn ihr euren Körper versteht, auch den Kosmos verstehen, da euer Körper ein Spiegel der universellen Weisheit ist. Das heißt, wir können anhand unseres Körpers das lesen? Ja, wenn wir gelernt haben, uns selbst zu verstehen. Denn wir sind ein Teil wenn wir von allem. Wahrhaftig. Und da sich alles in allem widerspiegelt, sind wir, es ist ja immer gesagt worden, der göttliche Funken. Und jetzt können wir es auch verstehen, was das mit dem göttlichen Funken heißt. Jetzt verstehe ich das auch mit der Wahrhaftigkeit und der Integrität, warum das so wichtig ist. Weil wenn ich selbst nicht ehrlich zu mir bin und es nicht sehen möchte, kann ich das große Ganze auch niemals verstehen. Genau so ist es. So. Genau. Die göttliche Ethik wird gelehrt werden. Dies sind sehr einfache Grundprinzipien, die jedoch der Mensch zu ignorieren begann. In der Einfachheit der Dinge wird das kosmische Wissen auf den Punkt gebracht werden. Wie wir bereits mitgeteilt haben, existiert eure Zeit eigentlich nicht. So sind die Jahreszahlen nichts anderes als energetische Metaphern, um eure Erde und euer Kollektiv in Form zu halten. Ihr bewegt euch mittlerweile aus der Linearität in einen neuen, multidimensional ausgerichteten Frequenzbereich hinein. Das bedeutet, dass ihr von einem schmalen Feldweg auf eine multidimensionale oder mehrspurige Autobahn wechselt. Der alte, schmale, holprige Feldweg war zwar mühsam für euch, aber sehr vertraut. Ihr konntet euch sehr genau auf euren bisherigen Erfahrungsbereich verlassen und auf das, was ihr voraussehen konntet. Jetzt in der Veränderung zu einer multidimensionalen Autobahn, natürlich in Anführungsstriche, stehen viele von euch vor der breiten Auffahrt, haben Angst und wissen nicht, wie sie sich eingliedern sollen. Und da haben wir ein sehr schönes Beispiel bekommen. Wer einmal in einer eurer Großstädte, wie zum Beispiel der großen Metropole Paris, mit seinem Auto unterwegs war, weiß, wovon wir sprechen. Und das war nur eine dreidimensionale Erfahrung. Aber dennoch versetzt es einige von euch immer wieder in Angst und Schrecken. Nun jedoch bewegt ihr euch auf einer sogenannten kosmischen Autobahn multidimensionaler Energiefelder. Ihr könnt nun nicht mehr überblicken, was in der nächsten Zeit in eurem Leben geschieht, wie euer Leben aussehen wird oder was ihr zu erwarten habt. Da sich jedoch euer Raum-Zeitgefüge vollkommen verändert und sich der lineare Raum beginnt zu krümmen, werdet ihr in diese Bahnen hineinkatapultiert werden, wenn ihr nicht eine bewusste Entscheidung trefft, auf welcher Spur ihr euch weiter bewegen möchtet. Ihr seid auf dem Weg heraus aus linearen in interdimensionale Frequenzbereiche, die wir interdimensionale Frequenzautobahnen des Universums genannt haben. Multidimensionales Erfahren, Verstehen und Handeln erfordert jedoch eine hohe Kompetenz, Integrität und Verantwortung, die übernommen werden. Und damit sind wir wieder genau bei dem Thema von Integrität, Wahrhaftigkeit und Ausrichtung auf die göttlichen ethischen Gesetze.
Jetzt werden wir ja durch die weibliche Energie unterstützt darin, ist das richtig? Ja, natürlich. Ich meine, diese weibliche Energie oder das weibliche Äon ist. Ob wir das wollen oder nicht. Es wird uns herausfordern. Es wird uns fragen, wofür lebst du? Warum bist du hier? Warum bist du inkarniert? Was willst du hier zurücklassen? Was willst du mit deinem Leben schenken? Darum geht es doch. Nicht, was willst du so viel wie möglich zusammenraffen? Das ist nicht mehr das Thema. Es geht jetzt nicht mehr darum, was habe ich geleistet, wie viel habe ich gemacht, was kann ich noch alles leisten, wie viel Erfolg hatte ich. Nein, es geht darum, was möchtest du hier zurücklassen? Wie hast du gedient? Wem hast du gedient? Hast du dem Ego gedient? Hast du der Materie gedient? Oder hast du deinen Mitmenschen gedient? Wie viel Gutes hast du geschaffen? Wie viel Bewusstsein hast du erzeugt? Und ich glaube, das ist das Wichtigste, um was es geht, ist das Thema zu verstehen, dass Bewusstsein der größte Schatz ist, den wir erlangen können. Den du über alle Inkarnationen Er hinweg bleibt mitnimmst. uns bis in die Ewigkeit. Das verlieren wir nie mehr wieder. Und insofern finde ich, auch in seine Bewusstseinsveränderung, in sein Bewusstseinswachstum, Wachstum, es wird ja immer so viel von Wachstum gesprochen, ne? Die Börsen sind auf Wachstum aus und die Konzerne sind auf Wachstum aus. Und ich würde einfach mal einen neuen Begriff prägen wollen. Bewusstseinswachstum. Wenn wir da an der Börse eine Aktie ausgeben würden, fände ich das mal ganz schön spannend, in diese Aktie zu investieren, nämlich in meine Bewusstseinsaktie. Ich bin auch überzeugt davon, dass sich das entwickeln wird. Ich habe hier auch von dir bekommen ein Channeling von Yesira, der eben mit den Datenbanken das erzählt hat, eben aber auch, dass jetzt erstmalig im planetaren Feld das ja, oder nicht erstmalig, aber installiert wird, dass zuvor nur an den Kraftorden der Erde, an den Raumzeitstationen, den Megalithen und Monolithen, noch dieser Energieaustausch war von planetarer und kosmischer Energie. Und du planst ja auch im Herbst eine Reise nach Tikal, um die. Es geht um diese Göttinnenspirale, also den Vortex. Das habe ich nochmal Spirale gesagt, weil ich habe festgestellt, dass viele gar nicht wissen, was ein Vortex ist. Ja, Deshalb schon. sage ich es nochmal. Also Göttinnenspiralen, die wir bis 2018 ja an unterschiedlichen weiblichen Plätzen dieser Erde wieder setzen dürfen. Und zwar, da geht es darum, wieder das Wissen der alten Erde mit dem Kosmos zu verbinden. Also diese Megalithen und Monolithen, damit waren wir ja beschäftigt, ich glaube von 2005 ungefähr, oder 2006, 2005, bis zum 21. Dezember 2012 ging es ja um die Aktivierung der Megalithen und Monolithen. Da waren wir ja über die ganze Welt gereist und damals wurde ja gesagt, Megalithen, Monolithen sind sogenannte Raumzeitstationen, die eben wie so eine Art Austauscher sind zwischen dem Kosmos und der Erde und die an speziellen wichtigen Energie- und Kraftpunkten der Erde sind. Wir haben zum Beispiel ja ganz große, auch große Felder im Inneren der Erde, also große Bibliotheken auch im Inneren der Erde. Das kann man sich jetzt natürlich nur feinstoffliche Bibliotheken sind das, aber in den großen Kristallhallen von inner Erde zum Beispiel. Da ist ja gesagt worden, das ist unser kollektives Gedächtnis. Und dann gibt es ja eben noch diese Lichtbibliotheken, zum Beispiel auch Andromeda und so weiter und so fort, wo auch zum Beispiel auf Knossos, wo wir ja die erste Göttinspirale gesetzt haben, jetzt letztes Jahr im Juni, da ist ja auch eine große Verbindung eben zu diesen Lichtbibliotheken. Und das wird eben auch nochmal ein Thema sein, all diese Dinge wieder miteinander zu vernetzen, zu reaktivieren, sodass der kosmische Energiefluss, also dieser weiblich-göttlichen Energie, ja auch diese Felder alle wieder miteinander verbinden kann. Das heißt, durch die Aktivierung der weiblichen Energie, die da unterstützt wird, Ja.
Hat der Mensch die Möglichkeit, sich besser oder schneller zu entwickeln oder Bewusstsein zu erlangen oder die weibliche Energie zu integrieren? Ich will das, ich möchte es eigentlich gar nicht Linear so, weil das betrachten. ist schon wieder so getrennt voneinander. Ich glaube, das ist einfach wie so ein Feld. Man kann sich das wie so ein Feld vorstellen. Wenn ein Feld gut bereitet ist, dann wachsen die Samen besser, als wenn das Feld nicht gut bereitet ist. Also so im Frühjahr muss man ja seinen Acker bestellen, ne? Das nennt sich ja so. Und das ist für mich jetzt diese neue, diese, das ist ja keine neue Energie, das ist ja Quatsch, es ist einfach jetzt eine Änderung der Frequenz, also sprich die weibliche Energie, die diesen neuen Boden bestellt, die Ich uns die Nahrung zur Verfügung stellt, sodass wir den besten Nährboden zur Verfügung haben, um aus uns heraus die Dinge zu entwickeln. Das heißt, dass vorher war dieser Austausch oder dieser Austausch mit den Bibliotheken nur über die Raumzeitstation und jetzt wird praktisch das Feld dazwischen. Genau, es geht ja auch um dieses Göttinnengitter, was ja auch wieder in Verbindung steht mit den, mit diesen Göttinnen-Spiralen. Die Spirale ist ja gesagt worden, erzeugt Leben. Also eine Spirale ist immer etwas, was Leben erzeugt, was das Leben fördert. Und über diese Göttinnen-Vortexe wird eben dieses neue Göttinnengitter entstehen, das auch wieder in Verbindung mit der kosmischen Akademie steht, die eben das multidimensionale Bewusstsein uns trainiert, wieder multidimensional zu verstehen, zu erfahren, die Zusammenhänge des Kosmos zu erkennen, warum wir als Mensch so sind, wie wir sind, aber wir leben ja nur ein ganz kleines Potenzial von dem, was möglich ist. Und wir haben es ja runtergedimmt. Ist dann die kosmische Akademie so eine Art Transmitterfunktion? Wenn man das so will, im weitesten Sinne des Wortes sicherlich. Aber ich glaube, es ist eher eine neue Plattform, die eben ganz viele Möglichkeiten der Selbsterfahrung und des Wachstums gibt. Und vor allen Dingen, was ganz, ganz wichtig ist, es macht halt Spaß zu lernen. Ja, Weil das ich kann mich stimmt. noch gut an die Schule erinnern. Ich hatte keine Lust, in die Schule zu gehen. Ich fand es immer ganz schlimm. Die Schule mit dieser dreidimensionalen Struktur, die hat mich eher runtergezogen. Und das, was jetzt möglich ist, ist ja einfach in einer ganz neuen Form zu lernen, miteinander Erfahrungen zu machen und sich aneinander auch zu entwickeln. Das ist so toll. Sind die Reisen Teil davon, gerade wenn sie zum Beispiel nach Guatemala geht? Die Reisen sind ein Teil davon. Ja, wir haben jetzt, wollte ich auch noch sagen, wir haben jetzt im Mai auch noch einen ganz, ganz tollen Workshop. Da geht es um die Heilungstempel von Andromeda, wo wir eben so eine rituelle Heilungsarbeit auch machen werden. Also das ist auch so, ich denke mir, dass wir da nochmal ein ganz, ganz wichtiges Feld auch nochmal zu der kosmischen Akademie hinsetzen werden. Denn da geht es auch tatsächlich um ein sehr tiefes Erfahren auf unterschiedlichen Ebenen. Vielen Ja, Dank. das war jetzt ganz schön viel, finde ich. Und ich hoffe, dass alle, die dabei waren, so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen haben. Ich möchte heute Abend auch einen Aufruf starten. Wer Lust hat, mitzumachen, kann sich gerne bei mir unter www.galactic-network mit mir in Verbindung setzen. Würde mich freuen. Also ich suche natürlich auch noch einen neuen Platz, wo das vielleicht entstehen kann. Im Moment mache ich es ja hier in München, aber sicherlich wird es in eine Erweiterung gehen. Und wer mitmachen will, einfach bei mir mal anrufen, auf meine Website mal gehen, wie gesagt, www.galactic-network.com. Ja, ansonsten danke ich dir sehr, Cornelia. Es Danke war dir. toll, dass du dabei warst, weil so tief wären wir so gar nicht reingekommen, wenn du nicht so tolle Fragen gestellt hättest. Und ich gebe ganz einfach. Ja, sag mal halb, ich gebe jetzt zurück zu dem Cheat. Auch nochmal danke, Cheat, dass du die Technik zur Verfügung gestellt hast. Und ich wünsche allen, die heute Abend dabei waren, eine tolle Zeit. Und ich freue mich schon darauf, dass wir vielleicht miteinander kreieren in einer neuen Weise. Dankeschön, bis bald.
Tschüss, macht's gut. Tschüss. Bye bye.